wheel instead of a milling it out, and they're not. Das Ausredenbüchlein ist zu Hause jetzt. Zieh! Zieh, Mensch! Boah, leck mich am Arsch. Ja, aber das ist auch kein Rhabarber. Was? Na! Alter, aus dem Stamm könnten wir doch. Das wäre doch im Bogensport extrem Griff hier, ne? Der tut auch schon beim Ziehen weh. Ja, klar, und dann noch mit 150 Pfund. Das muss dann schon. Das muss dann schon weh. Das tut schon weh, wenn du dran greifst. Das ist dann schon. Das ist cool. Hier. Das ist mal ein Griffstück. Da verlierst du keinen Grip. Nee. Achtung. Oh ja, das ist Maria. Und Maschine, klar ist, das sind alles ein Jahr getrieben. Ja. Das hier ist im Eintag. Ja. Ist es ein Tag? Ja. Ein Tag, Wachstum. Wow. Das ist so gut gesteckt anders. Komm nicht mal drum rum. Ja, ich bin hier im Dorf, der Mann mit dem dicksten Rohr. Und den größten Lüssen. Wir sind auf der Burg. Strongman Champions League, zum zweiten Mal bin ich hier dabei. Viele laufen. Familie. Ja, ja, schon ein bisschen her, aber schon ein bisschen her. Atlasstein. Das ist vom Stein, genau, nicht vom Bogen. Aber gleiche Verletzung. Fast. Schon ein bisschen her, was hast du geschossen? Mittelalterlich, ja, ja. Bitte? Langbogen und englischer Langbogen. Englischer Langbogen und mongolischer Reiterbogen. 70 Pfund. Der Reiterbogen 70 Pfund und der Langbogen war so 100, 120 irgendwas. Wer konnte damit rechnen? Ich hab's gewusst. Ich sehe die Kerle und da weiß ich schon was. Ja. Recurve-Bogen hatte ich schon in der Hand. Cool. So, und jetzt gib mal Gas. Komm, wenn du schon geschossen hast, weißt du, wie es geht. Brauche ich dir gar nicht viel zu erklären. Ja, eben. Da fängt schon an. Geht schon los, schon falsch. Ja, ja. Genau, ins erste Gelenk rein. Ha. Geht schon los. Ellenbogen hoch, jawohl. Runter vorne. Ja, gerade noch. Also. Warte mal, hier mal Ballon. Diese Recurves, die Dinger gehen ab wie Schmidts Katze. Also, du versuch immer ein bisschen tiefer zu halten, wie du glaubst. Ansonsten, okay. Die Dinger gehen auch wirklich durch dieses Pfeilfangnetz. Das ist ein Witz, ne? Also, das ist nicht vorhanden. Du musst schon wirklich, deswegen lieber ein bisschen tiefer schießen als zu hoch. Okay. So, genau. Dran denken, Ellenbogen hoch, schönen sauberen Griff und sauber losen. Sauber, ruhig. Na, ja, fast. Der ist so schnell, Alter. Das bin ich nicht gewohnt. Glaubst du, der ist schnell? Schnell genug für meine langsamen Augen. Glaubst du, der ist schnell? Jetzt lässt sich alles steigern. Bis in die Schmerzgrenze. Immer noch zu hoch, immer noch in der oberen Scheibe. Oben links. Ich bin oben links, oder nicht? Unten links bist du an der Scheibe, ja. Unten links. Ja, du hast so einen Luftballon treffen. Ja, sag ich. Ich dachte, ich soll die Mitte schießen. Nein, mach das nicht, bitte. Sonst ist der Pfeil weg. Wir müssen schon genug suchen. So. Versuch den Luftballon zu treffen. Also, okay, 3, 4. Ja, mach tief. Jawohl, es wird immer besser, Respekt. Ja. So, kurz bevor er trifft, kriegt er dann einen anderen Bogen. Richtig. Das ist die Taktik. Zum Probieren. Oder 5 Meter nach hinten oder nach vorne gehen lassen. Wie gemeint. Ja. Ja, hallo. Gut. Das sieht deswegen schon gut aus. Doch.
was mit den Menschen. Jetzt kriegst du die nächste Steigerung. Guck mal, das kleine Teilchen. Das kann man da. Jetzt bist du ein bisschen warm geschossen. Okay. So, du wolltest. Oh, der ist leichter. Ja, ja. Sag, der ist definitiv leichter. Nicht voll leichter vom Holz. Ja, ja. Vom Gewicht her. Ja, also jetzt nicht leichter vom Zug. Nee. Wahrscheinlich so. Ein schwerer. Wenn ihr da schon so lacht. Ich weiß nicht, warum ich. Du bist knapp am Kopf vorbei vom Kojoten. Gar nicht schlecht. Und jetzt noch ein bisschen mehr ziehen. Schön den Auszug, Vollauszug, Schultern zusammen. Vollauszug machen. Heißt bis zum Ohr ziehen. Und dann 5 Sekunden halten. Ja, ja. Weiter. Oh, nein. Nein. Der Körper sagt nein. Der ist unten rechts. So, hol ich mal noch aus. Lass das mal sehen, wie das funktioniert. Hol ich mal aus kurz. Du siehst, es geht auch ohne Tab und ohne Armschutz. Wenn man das drauf hat, bestimmt. Nein, das ist alles. Ich bin jetzt nur zu faul, um dein Zeug anzuziehen. Und ganz ausziehen. Und dann geht es. Du hast den Kojoten erwischt. Ja, ich wollte den Kojoten treffen. Ach so. Der Luftballon ist ja für dich. Der Luftballon ist für dich. Also den wenn ich den jetzt kaputt schieße, müssen wir wieder einen aufblasen. Das ist ein Argument. Genau. Das ganze Gelände. Aber das ist noch nicht Ende Gelände, ne? Für keine Sorge. So, das ist der Panzerjäger. Ganz ruhig. Ja. Ganz ruhig schießen. Ganz ruhig. Ganz schön hoch nach hinten. Immerhin, er hat noch nach vorne gebracht. Respekt, ja. So, ja, was haben wir jetzt hier? Da warst du, mehr als 100 kriegst du nicht hin. Nee, mehr als 100 kriegst du nicht hin momentan, aber jetzt kannst du den mal nehmen hier. So, bitteschön. Und dann ganz gemütlich nach hinten ziehen. Ganz schön, bis zum Ohr. Komm. Junge. Der hat jetzt 150. Ja, das ist schon. Ganz ordentlich. Krieg ich mal einen leichten, mit dem ich auch ja. schießen kann? Jetzt kommt der Mädchenbogen. Das ist schön. Was hat der jetzt? Hi. Das darfst du mir jetzt dann sagen. Genau, gerade mal. Auch wieder Arm strecken und ganz gemütlich nach hinten ziehen. Schweine. Lässt es zumindest fliegen, also dafür schon allen Respekt. Ja, definitiv. Dafür ja. schon allen Respekt, ganz im Ernst. Hier vorne irgendwo. Aua. Siehst, ne? Das ist halt tough, schön. Aber du hast 120 Pfund englische Langbogen geschossen. Ja. Ist was anderes, ne? Ist was anderes. Ja, gut, den habe ich aber auch nur bis hier. Ja, aber mit dem Zeug, das macht halt wirklich böse. Das ist wirklich. Und da angerst du und versuchst, mich zu treffen, den englischen Langbogen. Gehst du halt in Parabel, ne? Ja, genau. Und mit dem machst du Pup. Genau. Boah! Alter! Hör auf zu filmen, da hinten sind's. Ziehen, ganz entspannt. Tiefer halten vorne, tiefer halten! Oh! Du löst. Überleg dir, wo er landet. Genau, geh nach unten. Geh nach unten. Das ist für die Richtung. Ressau. Ja, ja, ja. Irgendwo, weil sonst du nicht über die Weinberge bei Land über Landsberg hinweg. Ja, genau. Zur Böge. So. Alter. Geil wie Bär. Ja. Wie ein Gummibär. Ja. Das ist der Polarwolf vom Alex Freier, von Jens Gemmer. Jens Boos. Weiter runter. Ja. Entspannt. Wieso? Ganz entspannt nach hinten, guck mal. Ja, ja. Hallo. Nein. Ja. Den hatte ich glaube ich schon mal. Der war vorhin schon kacke. Ich glaube nicht, dass sich das gebessert hat seitdem. Mach hin! Das Ausredenbüchlein ist zu Hause jetzt. Zieh, Mensch! Und viel weiter runter. Tiefer! Alter. Vergiss es. Alter. Zeig mir, wie es geht, genau. Ich stehe wie Beton. Du zitterst. Ja, gut, wenn du eine halbe Stunde im Ausdruck gehst. So. Sehr geil. Verrückte. Guck mal. Das ist scheiße. Guck mal, Knaben. Was glaubst du, was kommt? So
Ich hab's selber, und das war nur ein bisschen. Wenn das halt ganz drauf geht, dann siehst du das, wie das anschwillt und dann. Ich heb wie das so dick? Guck doch mal deine Hände und meine hier. LBS Pro. Yeah, that'd be awesome. Nobody else can pull it. Die Farbe passt schon, also hier. Did that one go straight through? It's gone. Damn it, I'm sorry.